Zwei, die sonst nur gemeinsam erfolgreich sind. Oh mein Lieber, Schluss mit Team. Jetzt müssen sie gegeneinander antreten. Fairer Kampf. Jonas Reckermann und Julius Brink. Hier im Robinson Club auf Kreta entspannen die Beachvolleyballer nach den anstrengenden Olympiawochen. Zusammen mit 86 weiteren Top-Athleten. Eine Woche feiern, erholen, neue Sportarten ausprobieren. Und am Ende wählen die Sportler einen aus ihren Reihen, den Champion des Jahres. Brink und Reckermann zusammen können es nicht werden. Und weil es noch 4 andere Nominierte gibt, ist es vielleicht ganz gut, sich vorher im Club nochmal zu präsentieren. Könnte ja Stimmen bringen. Erste Disziplin, Stand-Up-Paddling im kretischen Meer. Und schon hier zeigt sich, beide schenken sich nichts. Einmal bis zum Tretboot und zurück. Brink, klar vorne, allerdings ohne Board. Ich glaube, bei diesem Wetter, diesen Temperaturen und bei dem, was hier geboten wird, was man wahrnehmen kann, aber nicht muss, da kann es einem nicht wirklich schlecht gehen. Auf geht's, entlang am Strand, zur nächsten Herausforderung, ein Slalom-Parcours. Reckermann und Brink auf ihren Smart-E-Bikes geben alles. Die Fahrräder unterstützen sie mit 250 Watt beim Treten. Angenehm unter der heißen Sonne Griechenlands. Doch auch hier ist Olympia nicht weit. Gedanklich. Das, was man da in London aufgenommen hat, das war jeden Tag so eine unnormale Situation. Ja, alleine aufgrund der Olympischen Spiele, dieses absoluten Highlights, was das für uns ausgemacht hat. Und dann natürlich am Ende mit dem Sieg und der medialen Betrachtungsweise dann nochmal. Es hörte dann danach ja auch nicht auf, sondern es ging dann gleich weiter. Wir hatten ja dann unzählige Auftritte. Und haben uns dann einfach auch gesagt, dass wir das ja nicht nur für uns, sondern auch für den Sport jetzt einfach machen wollen, uns zeigen und den Sport weiter präsentieren. Finale. Präzision ist gefragt. Harte Schmetterbälle, die können sie, aber auch gut zielen. Brinks Nummer 2 trifft. Da kann die Wahl zum Champion des Jahres ja kommen. Da ist das Ding.